Was braucht man, damit aus einem Gehäuse ein Rolex-Gehäuse wird? Man braucht sengende Hitze, jede Menge Staub, ein tiefes Becken, kräftigen Wasserdruck, Kugeln aus Eis und 100% Luftfeuchtigkeit. Man braucht ein Verfahren, das ein Gehäuse in 9 Wochen 12 Jahre altern lässt. Ein Prozess, dem sich jedes Rolex-Gehäuse stellen muss. Man braucht Menschen, die mit Leidenschaft handeln, die an das glauben, was sie tun. Immer und überall. Man braucht Ingenieure, die in der Konstruktion neue Ideen aufgehen und die Gehäusegeschichte schreiben wollen. Sie sehen und optimieren alles. Jede Fuge und jeden Spalt. Man braucht Material, das über jeden Zweifel erhaben ist, ob Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff. Man braucht keine Kompromisse. Man braucht jahrzehntelange Erfahrung mit dem Willen zur Perfektion. Denn nur so wird aus einem Gehäuse ein echtes Rolex-Gehäuse. Auch bei den anderen Produkten hat Rolex die gleichen hohen Maßstäbe angesetzt. Ob bei den Kommandogehäusen, Handgehäusen oder den renommierten Tragarmsystemen. Hier zählen Qualität und Leistung. Diese Leidenschaft, die wir bei der Prüfung der Produktqualität haben, legen wir auch in allen anderen Bereichen unseres Tun und Handelns an den Tag. Sehen Sie selbst. Als Friedhelm Rose zu Beginn der 1970er Jahre das erste dichte Aluminiumgehäuse der Welt entwickelte, konnte er nicht wissen, dass er damit den Grundstein für eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte legen würde. Sein Urgehäuse, Alucom, ist heute längst zum globalen Standard geworden und aus der Industrie nicht mehr wegzudenken. Wenige Jahre nach Gründung der Firma Rose verkaufte er das Unternehmen an seinen damaligen Partner und bereiste die USA und Afrika, bis ihn erneut das Gehäusefieber packte und er 1987 zusammen mit seinem Sohn Matthias in Rinteln an der Weser die Firma Rolex gründete. Ihre Leidenschaft für Gehäuse ist es zu verdanken, dass die beiden zusammen mit ihren rund 100 Mitarbeitern immer wieder den Gehäusemarkt revolutionieren. Zum Beispiel mit der patentierten Einkanaltechnik, die mehr Platz im Inneren des Gehäuses bietet als herkömmliche Gehäusemodelle. Auch das einzige Schnellwechselgehäuse der Welt, AluClick. Das erste runde Aluminiumgehäuse, AluDisc. Und ein EMV-Standardgehäuse, Conform, gehören zu den zahlreichen Rolex-Innovationen, die das Familienunternehmen zum Technikführer in der Gehäusebranche macht. Rolex bietet eine Produktvielfalt, die es nur beim Erfinder des Industriegehäuses gibt. Und durch die Rolex zum Spezialisten und Problemlöser für seine Kunden und Partner wird. Optisch ansprechend, funktionell und vor allem von bester Qualität. Das ist der Anspruch, den Rolex an seine Produkte hat. Familiär, professionell und leidenschaftlich. Das ist der Anspruch, den die Familie Rose an sich und ihre Mitarbeiter hat. Und so arbeiten hier alle miteinander, Hand in Hand. Dies beginnt schon bei der Entwicklung neuer Produkte. Konstruktion, Produktmanagement, Qualitätssicherung, Vertrieb, Marketing und ausgewählte Kunden arbeiten von Anfang an bei der Ideenfindung zusammen. So entstehen Produkte, die marktgerecht, kundenorientiert und qualitativ hochwertig sind. Doch neben innovativen Produkten zeichnet sich das Team von Rolex vor allem durch seine besonderen Serviceleistungen und seine schnelle Bearbeitung kundenspezifischer Aufträge aus. Ein moderner Maschinenpark und bestens ausgebildete Fachkräfte sorgen für eine schnelle und professionelle Bearbeitung der Gehäuse. Von der Oberflächenbeschichtung bis hin zur Bearbeitung und Konfektionierung. Die hauseigene Produktion ermöglicht dabei den schnellen Zugriff auf das komplette Produktsortiment. So können Muster schon innerhalb von 24 Stunden weltweit beim Kunden sein und internationale Aufträge schnellstens bearbeitet werden. Sie sehen, wir bei Rolex bieten Ihnen mehr als nur Gehäuse. Wir bieten Ihnen Leidenschaft. Das ist es, was Rolex seit Anbeginn auszeichnet und das ist es, was Rolex immer sein wird.
Ideenschmiede, Technologieführer, Problemlöser und ein Partner, auf den Sie sich jederzeit verlassen können. Denn wir sind für Sie da.